Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich habe nämlich jetzt meine Mottowoche und heute ist Tag 1 und heute ist das Motto Schlafanzug. Deshalb sehe ich jetzt auch so richtig scheiße aus mit ungemachten Haaren, weil Schlafanzug, ich mache mir die Haare nicht. Und ich zeige euch jetzt mal mein Outfit of the Day. Das ist mein Outfit of the Day. Eine normale lockere Jogginghose, so eine weiche. Und dann ein Basic-Shirt und halt nicht gemachte Haare. Ziemlich langweilig, aber ist halt Schlafanzug, ne? So, Mottowoche Tag 2 und los geht's! Boah, wir haben gerade erstmal 9:30 und wir haben schon 30 Grad, ey, jetzt voll warm. So, hey, wir haben Tag 3 der Mottowoche. Das ist somit auch der letzte Tag, wo wir uns verkleiden. Und ich gehe als Mario. Ja, heute ist leider nur Aufräumen und so. Also wird sehr langweilig, aber wir werden dann wieder in der Pause ein bisschen rumlaufen und Musik machen. So halt typisch Mottowoche. Ja, und dann ist morgen Phantasialand. Und Freitag sind dann unsere Graduations, also kriegen wir unsere Abschlüsse, werden wir verabschiedet. Ja, dann sehen wir uns gleich. Wir sind in Phantasialand! Jesus Christ. Oh mein Gott.
ich halt gar nichts. Okay. Hallo. Hallo. Oh, ich hab gar nicht auf. Wir müssen jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so hier warten, um Essen zu bestellen. Warum? Ich verstehe das nicht. So, also wir haben jetzt Ende. Wir haben jetzt Ende. Es ist jetzt Ende und wir müssen jetzt wieder nach Hause fahren. Wie fandest du's? Also ich fand's cool, bis auf die 60 Minuten Essen, die Nico musste. Nico hat 60 Minuten zum Essen gebraucht. Nee, nicht zum Essen, sondern zum Bestellen, hallo? Unnötig. Wie fandest du's? Also, ich bin leider nur auf zwei Sachen draufgekommen. Das fand ich ein bisschen schade. Und wie fandest du's? Ich bin ein Schisser, deswegen bin ich nicht auf so viele Sachen draufgegangen. Aber eigentlich so ganz gut. Cool. Und wie fandest du's? Also, ich fand die Sonne hat ein bisschen gestört, aber das Wetter ging an sich voll. Und die Wartezeiten waren manchmal ein bisschen nervig. Aber sonst an sich fand ich es ganz spaßig. Ich hätte mir etwas anderes gewünscht als letzten Tag als Klasse gemeinsam. Cool. Jetzt nochmal abschließend von mir. Ich fand, es war ein mega cooler Tag. Hat richtig Spaß gemacht. So der letzte Tag nochmal zusammen mit der Klasse. Fand ich cool. Nur was gar nicht ging, waren diese ewigen Wartezeiten in den Warteschlangen. Egal bei was. Ob es irgendeine Attraktion war, ob es die Toiletten waren oder nur ein Kack-Imbiss, wo man sich was zu essen holte. Also das ging gar nicht, aber insgesamt war es mega. So, guten Morgen. Es ist der letzte Tag. Wir haben Freitag. Wir haben kurz nach 7. Heute ist Abschlusstag. Ich habe heute sehr viel zu tun. Ja. Ich mache mir jetzt erstmal Frühstück. Erledigt, dann muss ich jetzt duschen gehen und dann muss ich zum Friseur. Dann kommt aber schon Jasmin und wir produzieren einen Song mit Video für ihren YouTube-Kanal. Ja, und dann muss man sich eigentlich auch schon fast fertig machen für die Verabschiedung heute Abend. Und danach ist das Abschiedsessen. Ja. Ziemlich voller Tag heute. Ich hoffe, ich kriege halt alles relativ stresslos hin. Mal gucken. To hear knocking at my door.
So, es ist soweit. Ich habe mich umgezogen. Gleich geht's los mit der Verabschiedung. Und zwar, wir holen die, wenn ihr euch umdreht, da stehen Blumen, die haben die Eltern und wir für euch besorgt, weil wir es einfach total toll fanden, die Arbeit von euch beiden, vor allem in den letzten beiden. So, ich bin wieder zu Hause. Wir haben, ich glaube, 12:30. Es war ein sehr schöner Abend. Wir haben uns alle verabschiedet, wir haben gegessen, wir haben Fotos gemacht und so weiter. Ja, schon ein bisschen schade, dass ein paar abgehen, aber der Großteil geht ja mit in die Oberstufe. Ja, aber ich würde sagen, das war's für den Vlog. Wir sehen uns irgendwann wieder, keine Ahnung. Ja, macht's gut. Ciao.